Nehmt als Beweis unserer Dankbarkeit diesen Schmuck an. Wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren. Die Unsichtbaren? Die Diebe. Die Mörder. Diese Kränkung. Diese Beschämung. Dass mir das noch geschehen muss in meinem Alter. Habe ich denn im törichten Leichtsinn gefrevelt wie ein junges, unbesonnenes Ding? Sind Worte, halb im Scherz geredet, solch grässlicher Deutung fähig? Darf mich das Verbrechen des teuflischen Bündnisses zeihen? Weg mit dem Schmuck, schafft ihn fort, augenblicklich! Aber wohin damit? Es wäre das Beste, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm anzuvertrauen, wie sich alles zugetragen. Die Scuderie besann sich eines anderen, ließ sich von der Martinière ankleiden und befahl dem Battisti, auf der Stelle zur Marquise de Maintenon zu bringen. Das Kästchen mit den Juwelen nahmen sie mit. Wie verwundert war die Marquise, als sie das Fräulein, sonst die Würde, die Anmut selbst, so blass und entstellt eintreten sah.